2008 habe ich die Tour Down Under gewonnen. Die australische Presse hat gemeint, mich Gorilla zu nennen. Ein Gorilla ist für mich ein ziemlich ruhiges Tier und ich bin auch ein ruhiger Mensch im normalen Leben. Aber um das mal aufs Rennen zu beziehen, bin ich dann eigentlich ein ganz anderer Mensch. Bin fokussiert, angriffslustig und aggressiv. Prominentester Neuzugang ist der André Greipel. Nach Siegen bemessen der beste Profi des Jahres 2010. Letztes Jahr 22 Rennen gewonnen. Das weiß, glaube ich, jeder, dass ich meine eigene Chance nutzen möchte, speziell auch bei den großen Rennen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es jetzt versuchen, bei der Tour de France Milan San Remo die Kapitänsrolle einzunehmen. Speziell bei mir kann ich nur sagen, mir tut es manchmal leid, dass meine Teamkollegen vorne den im Wind fahren müssen, um eine Ausreißergruppe wieder zurückzuholen. Aber ja, das ist unser Job. Wir versuchen unser Bestes zu geben und die Verantwortung zu übernehmen. Speziell ich habe dann die Verantwortung zu versuchen, das Rennen zu gewinnen. Und das verlangt natürlich auch der Mannschaft viel ab. Sie müssen mir vertrauen, dass ich am Ende vielleicht auch der Schnellste sein kann. Wenn es zum Sprint kommt, ist egal, wer dort am Start ist. Ich möchte versuchen, den Sprint zu gewinnen. Es ist egal, ob es Mark Cavendish ist oder Tyler Farrar. Hauptsache am Ende stehe ich oben. Wenn alles gut läuft, dann schaffe ich meine 1800 bis 1850 Watt. Für mich persönlich sind die Setups eigentlich bei jedem Rennen gleich. Ich bin nicht so der Tüftler. Ich verlasse mich immer auf die Gänge, die ich auch im Training fahre, damit der Körper auf nichts anderes reagieren braucht. Wenn es zum flachen Sprint kommt, dann fährt man die Übersetzung 53-11. Jeder, der Profi ist oder Profi geworden ist, der hat ein Ziel. Ich habe viele Ziele. Das sind ganz klar Tour de France Etappen gewinnen. Und ja, ein Regenbogentrikot wäre auch mal nicht so schlecht.